So, weiter geht's heute mit unserer Grid-Karriere und wir machen heute weiter mit City Legend Time Attack. Los geht's. Wir fangen an mit Havanna El Capitolio. 1,66 Kilometer, 4 Runden. Und dadurch, dass das ein Time Attack ist, läuft es wie folgt. Wir fahren einfach normal unser Ding hier, versuchen die schnellste Rennrunde zu fahren. Und das war's. Es geht nicht um welche Positionen, sondern nur rein um die schnellste gefahrene Runde. Also kennt das hier ja schon so ein bisschen. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Tada, versuchen wir's. Wir starten zwar nur vom Platz 14, aber das ist, wie gesagt, momentan auch scheißegal, wie wir starten. Da ist einer ein bisschen weit rausgekommen. Kriegen wir es hin? Nee, sie zieht im Moment zu. Wie gesagt, es geht rein nur um die schnellste gefahrene Rennrunde. Vor das 1700 ist 2000 sein. Also sind wir uns. Einfach um die schnellste. Wir dürfen keine Mauer küssen, wir dürfen keinen abkürzen, weil sonst werden die Runden gestrichen. Jetzt ein Subaru BRZ und wir gehen auf die schönste Runde. Ja, nichts so Auto für uns. Der Teamkollege nur Platz 3. Heute auch wieder 3 Rennen. Passt, ohne zu berühren. So, das Auto noch und dann haben wir den Teamkollegen vor uns. Bleibt dabei, die ersten 3 Plätze verhindern sich nicht. Oh, da hat sich irgendwas weggedreht. Keiner von uns, der war. Da ist so die 2 Plätze momentan. Da ist unser Teamkollege der nächste Wagen. Wir gehen jetzt in unsere letzte Runde. Keine neue Bestzeit. Ja, nochmal auch mal in sich vorbeidrücken. Das ist jetzt nur Platz 4, da hat sich noch einer vorgeschoben jetzt. 57, 8, 5, 8. Für uns wird es keine neue schnelle Runde geben. Die ist aber auch nicht vergetragen, ich weiß, es reichen würde. Ich glaube, keiner unsere 53,6, die wir im Hahn haben, geschlagen bekommt. Das nächste Auto kriegen wir nicht, ist aber auch egal. Hauptsache, wir haben es geholt. Und das ist diese 53,6, die uns den Sieg hier in Kuba bringt. 4. Platz ist er nur geworden. Ja, schade. Es war knapp. Wir haben ein bisschen was noch an Zeit geholt, dann wäre es möglich gewesen, 2. zu werden. Aber ist okay. Müssen wir halt erstmal mit leben.
So, bald sind wir schon Level 27. Und jetzt geht's ins zweite Rennen heute. Auch hier ist wieder wahrscheinlich derselbe Modus. Gut, ich glaube 4 schon, so ein bisschen mit vorne dabei. Es ist tut ein viel. Vergnügen, hier in Shanghai zu sein. Neben mir ist Kristen. Shanghai. Du bist hier schon mal okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jetzt so, auch hier sind wieder 3 Runden. Entschuldigung, dass ich das gerade weggedrückt habe, ist aber egal. Und jetzt ist es mal trocken. Sektor sagt, und wir sind vorne. Das ist der Zweitplatzierte. So. Gleich die Zwischenzeiten aussehen. Die erste Zwischenzeit haben wir auf jeden Fall. Wir sind Erster und Zweiter. Das ist sehr, sehr gut. So kann man auf jeden Fall schon mal mit leben. Der Abstand liegt bei 17 Sekunden. Also das ist eigentlich eine Sache auf die Zeit. Führende momentan sein, zumindest was die Platzierung betrifft hier. Aber jetzt wurde war 4, ja, ja, das passt. Wir haben jetzt momentan das schnellste Auto, was auch die Position betrifft. Und das Feld überholt einmal komplett und haben jetzt 2 Wagen. So, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Ja, deshalb wird sich werden. Aber jetzt haben wir noch mal 2. Mit unserer letzten Runde noch mal eine Zeit setzen. Also 2 Bahnen, da kann man nicht gerne das Auto was holen. Gerade hinterher mit seiner Zeit.
in der Zwischenzeit aussieht. Gleiche Berührungen gibt es immer wieder, das ist klar. Bleibt hier nicht aus. Jetzt ist es hier egal. Kriegen wir nochmal eine neue Runde hin? 40-1, ja. Das war da nochmal eine schnelle Phase. Nochmal eine schnelle Runde. Oder schnellste Runde. Und dann ist er doch noch Fünfter geworden. Hat er sich doch noch ein bisschen nach vorne geschoben. Okay. Ja, die 1,57 von ihm, die er vorher gefahren ist, die würde hätte. Oh, die wäre richtig schlecht gewesen. Wäre sogar letzter gewesen. Aber konnte sich dann nochmal mit der Runde verbessern. Okay, sehr gut. Dann ist er zumindest auch Fünfter geworden. So, letzte Rennen. Und dann haben wir's. Siebenundzwanzig sind wir jetzt. Und jetzt geht's ins letzte Rennen. Und da starten wir von Platz 5 aus. Ah, mein. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Hm. Na dann los. Letzte Rennen für heute, für euch und Platz 5 momentan, ne? Und der Teamkollege direkt hinter uns, okay. Ja, hier regnet es wieder. Auch hier wieder drei Runden. Ihr solltet dann halt wieder auch die schnellste Runde fahren. Das war die schnellste Runde fahren. Jetzt ist auch das letzte Event für diese Woche. Ah, nee, passt. Alles gut. Gefühlt war das jetzt so, dass wir wieder ausrutschen. Hier in San Francisco sind wir jetzt zu Gast heute. Und jetzt. Man sieht hier so ein bisschen die Gleise der Tail-Cars, die natürlich jetzt nicht unterwegs sind, ist ja natürlich selbstverständlich. Der wollte ein bisschen dazwischen gehen, aber er sagte, das habe ich dann immer in der Großpackung hin. Ja, das wird auch wieder, das wird wieder etwas längerer Kurs, weil davon erst das Ziel ist, hier links. Da irgendwo. So, und auch wir sind wieder vorne mit dabei, also ja, das ist ja Sound auf der Strecke, alle haben überholt. Und es gibt hier schnell neue schnellste Runde, die haben wir erstmal aufgestellt. Wir müssen jetzt erstmal alles einbringen.
Version 14 Sekunden. Da ist der Typ auf 3 jetzt. 4. So. Ah, ich hab damit mit den ersten Plätzen nichts zu tun, aber ein bisschen Glück mit der Dritter wäre noch mehr und nicht. Schön hier runter jumpen. Und im Idealfall nicht in die Wand, und das haben wir nämlich geschafft. Und dann ist die Runde eigentlich auch schon kaputt. Danach eine Runde. Ja. Dann sind wir durch. Ich hoffe, das wird die letzte Runde für diese Woche. Wir haben ja dann wieder zwei Events geschafft. Also vier. Ich nehme ja immer meistens so auf, dass ich quasi mit der Mittwochsfolge mal die Aufnahme starte. Also ich nehme nur vier Stück, ein Stück auf. Wo ich nehme jetzt fast täglich Grid auf, weil ich das Let's Play eigentlich auch, wenn ich das Projekt gerne einfach durchhaben würde, wie das ist ja, wie gesagt, schon durch. Aber hier Grid ist halt noch so ein bisschen besorgt, was noch ein bisschen gemacht werden muss. FIFA läuft da durch, genauso wie GTA. Das wird ja irgendwie so Langzeitprojekte werden. Nur auf die eigene Runde, nicht tragisch. Jetzt wieder in die leicht oder ordentlich in die Wand. Zu melden dann mit der Zeit, mit den zwei Zeiten. Auch wir werden wahrscheinlich beim Rückstand in die ins Ziel gehen. Ich denke, das wird nur die erste Runde rein. Ich meine, es reicht. Es sind genug Abstand. Es wird hier keiner jetzt noch eine Überzeit raushauen, wenn wir den Sieg schreiben. So, es ist nochmal eine Bestzeit gekommen, aber die Frage ist, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt unsere Wahl war. Aber ich glaube nicht. Aber so, selbst wenn, ist es auch egal. So, damit sind wir durch für heute.
So. Ja, es reicht nicht für unseren Teamkollegen, da irgendwo mitzumischen. Er kommt nicht unter die ersten drei, so wie ich das eigentlich erwartet hatte oder gehofft hatte, so ein bisschen. Na gut, dann sind wir jetzt durch. Wir machen weiter nächste Folge am Montag da mit dem Prototype Legend und dann ist es auch nur das eine Rennen. Und dann geht es jetzt in 3, 4, 4 und dann ins Finale. Ja gut, okay, wie dem auch sei. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder am Montag um 14 Uhr mit dem Teil hier. Tschüss.